Gallensteine in der Gallenblase werden vom Chirurgen entfernt. Gallensteine im Gallengang werden vom Gastroenterologen therapiert. Gallensteine sind im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den häufigsten Fällen, die sich in der Galleflüssigkeit bilden, meist in der Gallenblase. Die Galleflüssigkeit wird nicht in der Gallenblase gebildet, wie man landläufig vermutet, sondern in der Leber. Und die Gallenblase ist sozusagen eine Art Zwischenspeicher und je nach Beschaffenheit der Galleflüssigkeit kann diese dann eben sozusagen auskristallisieren und kann eben Steine bilden. Bei den meisten Patienten zum Glück, also das sind 85%, gar keine, dann schließt man auch einen Nicht-Angriffspakt und behandelt sie nicht. Bei 15% der Gallensteinträger sozusagen entstehen Beschwerden, das heißt Gallenkoliken, Gallenblasenentzündungen oder dass ein Gallenstein in den Gallengang abrutscht und den eben verstopft und verschließt. Im Prinzip muss man differenzieren, wo die Gallensteine sitzen. Die Steine aus der Gallenblase werden operativ entfernt mit der gesamten Gallenblase von den chirurgischen Kollegen. Gallensteine, die im Gallengang sitzen, die werden von uns als Gastroenterologen endoskopisch behandelt. Das heißt, dass man über eine Spiegelung der Gallenwege, die vom Zwölffingerdarm aus stattfindet, diese Steine entfernt. Das ist also eine Arbeitsteilung zwischen Chirurgen und Gastroenterologen.